Wir haben jetzt die Adresse von Murat eingegeben, den wir besuchen werden, und haben ihm einen Screenshot geschickt, damit er sehen kann, wie viel Stau ist, und haben dazu gefragt, er soll vielleicht eher auf der Westseite warten, bis der Stau vorbei ist. Und er hat zurückgeschrieben, nein, nein, fahrt jetzt, das schaut super aus. Also es kann anscheinend noch mehr Stau sein. Wir sind jetzt noch 27 Kilometer vor Istanbul und es ist schon so viele Hochhäuser, so viele Wohnhäuser. Und hier beginnt der Stau. Und hier rechts der Pannenstreifen, also die vierte Spur quasi, ist in sehr engen Abständen immer Video überwacht, zum Beispiel dieses Überkopfkamera-Dings da. Und es gibt dann eben Strafen, wenn man die Spur benutzt ohne Berechtigung. Und da zischt ganz oft die Polizei vorbei. Oder eben Motorradfahrer. Aber sonst traut sich eben niemand. Und ich nehme an, dass es früher anders gewesen ist. Und da gibt es halt einfach mitten im Stau jemanden, der Wasser verkauft. Ja. Aber dieses Mal ist es gar nicht so schlecht. Vor 2 Jahren, glaube ich, sind wir echt eingefahren. Aber echt, da war es echt schlimm. Aber jetzt geht's. Da ist aber keine Polizei. Aber da auf der Sektion gibt es keine elektronische Kontrolle. Deswegen fahren alle. Seit über einer halben Stunde einfach ist es nur Großstadt. Und wir fahren nicht langsam, wir fahren durchschnittlich 40 km/h. Und es ist nur Großstadt, es ist so riesig. Und neben uns ist einfach, er schaut einfach YouTube am Handy. Ja. Und ich sehe so viele Leute, die am Handy sind. Also wirklich so richtig so Handy hier und so ein bisschen fahren nebenbei. Istanbul ist ja in den europäischen und den asiatischen Teil geteilt, würde ich nicht sagen, aber einfach, es gibt den europäischen und den asiatischen Teil. Es gibt 3 Brücken und einen Tunnel und wir fahren jetzt über die Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Und Köprüsü ist die Brücke. Und mit dem Überqueren der Fatih Sultan Mehmet Brücke beginnt dann auch der offizielle Teil von Defender Around Asia, weil dann stimmt es nämlich wirklich. Dann ist es wirklich Defender Around Asia. War vor 2 Jahren eh auch schon so, dass wir in Asien waren, aber halt nur kurz und... Da können wir auch die Türkei-Flagge nochmal aufkleben. Genau, wir haben sie nochmal mit, wir entscheiden noch, aber ich glaube schon, dass sie es aufkleben. Also ich glaube, der Bogen ist aber höher als 5,40 Meter. Boah. Mega schön. Wow. Also ich finde, beim Breitordnen sind sie echt Meister, weil das ergibt sich einfach alles so. Es gibt kein blödes, ich fahre genau gleich schnell wie du und hupe dann, wenn du mich reinlässt. Sondern es fahren einfach alle so und es geht sich immer genau aus. Also, das ist schon cool. Ja, und das ist niemand krank. Ja, genau, es ärgert sich niemand, es hupt niemand. Ja. Es sucht sich einfach jeder seinen Platz und es passt. Wir sind gleich da. Aber sie haben gemeint, es gibt Abendessen. Also. Ja. Du musst aufs Klo. Das ist der Defender von Murat. Und hier irgendwo daneben sind wir packen. Voll cool. Wow, voll schön. Mega cool. Wir waren gerade oben bei ihnen und haben gegessen, das war super gut. Dann haben wir noch bei der Dusche genommen. Wir verstehen uns super gut. Er hat eben auch einen Defender und man kann halt über alles reden. Jetzt geht es gerade darum, warum wir hinten diese Mudflaps nicht haben, also diese... Only splash. But you should get back. Also the appearance. You will have a look. We will go on the front. The appearance, I like this better. If I think like because this? You see the profile. Okay. But blinkt.
Ort. Also man muss sagen, er hat das alles selber gebaut. Also auch das... das Hochdach. It's self-made. Ja, self-made. With our best friends. We made it together. And there's a two locks inside. And while locking, it's like that. Yeah. And open the lock. You need just pressure. It's opening itself. Ready. You can have a look inside. Wow, cool. Und das ist der das Dach mit den Fenstern. Das ist so lustig, wie das jetzt so schief sind. Boah, Karin, ist das wirklich die Zukunft? Man ist lange gewährt, aber es ist schon sehr cozy. Ja, ja, vor allem man kann halt einfach direkt... Ups! Yeah, your comp is completely ready. Did myself again. This is from boats or something? From the boat, not from marine. We use this first, then this, and this we hardly ever use. And for washing up and filling up the canister we use this. Jetzt könnte man sich fragen, warum wir nicht von unserem eigenen Defender mal eine Roomtour machen. Aber wir wollen einfach all die Sachen, die wir jetzt neu haben, zuerst mal richtig gut testen, damit wir dann sagen können, ob wir das wieder einbauen würden oder nicht. Weil es bringt nichts jetzt nach 4 Wochen, alles zu filmen und zu sagen, ja, weiß nicht, ob ich das wiederverwenden würde, weil wir halt noch nicht wissen, wie sich es bewährt hat. Murat hat sich extra einen Tag freigenommen, um mit uns mit dem Auto Istanbul zu erkunden oder uns sein Istanbul zu zeigen. Und er hat sich richtig eine Tour überlegt, mit was man unbedingt sehen muss und wo wir hingehen können, was wir essen können, teilweise auch mit seinen Lieblingsplätzen. Und nachdem wir aber gar nicht wussten, was uns erwartet oder wie uns Istanbul gefallen wird, haben wir die Kamera zu Hause gelassen und haben die Eindrücke nur mal mit dem Handy gefilmt und werden jetzt zu den Handyaufnahmen ein bisschen was dazu erzählen. Engelli yazıyor ama. Engelli yazıyor. Fark eder mi? Geleyim mi oraya? Davor waren wir noch in einem Privatspital, weil seine Tochter noch zum Arzt musste. Und ich kenne ja die Spitäler in Wien recht gut. Und ich muss sagen, das kann man wirklich vergleichen. War alles sehr modern, sehr professionell. War ein interessanter Einblick mal zu sehen. Dann sind wir mit dem Auto nach Istanbul hineingefahren, was von dort, wo Murat wohnt, wirklich fast 40 Minuten sind. Und dann mussten wir einmal über den Bosporus rüber. Und da hat er vorgeschlagen, dass wir die Fähre nehmen, weil es gibt ja eben 3 Brücken und einen Tunnel und noch zahlreiche Fähren, auch für Autos. Er hat gemeint, das ist eben die beste Variante, weil es halt langsamer ist und man viel mehr davon sehen kann. Und ich finde, da hat er wirklich recht gehabt. Ja, es war echt schön. Nachdem wir das Auto geparkt haben, sind wir durch die Gassen der Altstadt hinauf zum 70 Meter hohen Galata-Turm gegangen. Ein sehr wichtiger, sehr alter Turm in Istanbul, von dem aus man eine hervorragende Aussicht hat, aber es waren so viele Leute angestellt. In Istanbul ist es so, dass in einer Gasse gibt es immer ganz viele Geschäfte für ein Produkt. Wenn man zum Beispiel eine Schraube braucht, dann geht man in eine Gasse, wo es nur Schrauben gibt. Oder wenn man eine Lampe braucht, dann geht man in eine Gasse, wo es nur Lampen gibt. Wobei man aber dazu sagen muss, dass es gibt 50 Geschäfte gefüllt und davon haben 25 das idente Sortiment. Und sind nebeneinander. Es ist wirklich sehr seltsam, dass das funktionieren kann. Danach sind wir dann am Meer entlang spaziert. Nachdem wir zum Mittagessen Kebab hatten, haben wir als Nachspeise dann Baklava gegessen. Und ich habe schon 1-2 Mal Baklava probiert in meinem Leben, aber es hat mir nie richtig geschmeckt. Aber diese Baklava war richtig gut. Es ist unglaublich gut. Extrem süß. Es ist wirklich wie wenn man in Blätterteig mit Honig oder Honig mit ein bisschen Blätterteig dazwischen hineinbeißt. Und Murat hat uns erklärt, man isst es so, dass man es in der Hand nimmt, umdreht, auf die Zunge gibt, an den Gaumen drückt und oben am Gaumen dann zerdrückt, um dann den Honig oder das Zuckerwasser rausfließen zu spüren. So many layers? There is only one or two layers. Okay.
gut gestärkt von dem Zucker sind wir dann auf ins Museum gefahren. So wie ein technisches Museum, aber mit sehr vielen historischen Sachen. Und es gab zum Beispiel einen 300 TDI, oder? Das kannst du nicht so emotionslos sagen. Es gab zum Beispiel einen 300er TDI, aufgeschnitten, sodass man sehen konnte, was er macht. Mit Knopf, wo sich alles dreht und bewegt. Das war echt cool gemacht. So cool gemacht. Dann gab es noch so alte Computer, Oldtimer, alles Mögliche. Und die Museum hat dann auch stark gemerkt, dass Istanbul am Meer ist und Schiffsbau und Fischerei eine viel größere Rolle spielen als jetzt zum Beispiel in Österreich. Und allein schon für den 300 TDI Motor von Land Rover wäre es wert gewesen, in dieses Museum zu kommen. Aber es gab noch den letzten in der Türkei gebauten Defender ausgestellt. Denn die Türkei hatte bis zum Ende der Defender-Produktion auch ein eigenes Werk in der Türkei und hat Fahrzeuge für den türkischen Markt produziert, die ein bisschen anders sind, aber sehr, sehr ähnlich den normalen Defendern. Und übrigens, weil die Türkei eben auch ein eigenes Werk hatte, sieht man tatsächlich mehr Defender als sonst wo in Europa. Zurück sind wir dann nicht mit dem Taxi, sondern mit dem Bus gefahren. Und der Bus war wirklich ein neuer, moderner Mercedes-Bus, so wie sie in Wien auch fahren. Nur die Motorkontrollleuchte hat die ganze Zeit geleuchtet. Ich weiß nicht wieso, aber ein nettes Detail. Ja. Als nächstes stand auf unserem Touri-Programm der große Wasserspeicher neben der Hagia Sophia. Das ist quasi wie eine riesige unterirdische befestigte Höhle, wo sie früher das Wasser für den Palast gespeichert haben. Und es hat eine Fläche von 140 Metern mal 65 Metern und es ist in regelmäßigen Abständen immer zu riesigen Säulen gestützt und die Decke ist irgendwie 4,5 Meter hoch. Und früher konnten dort eben 80.000 Liter Frischwasser in bester Trinkwasserqualität für den Palast gelagert werden. Und im Sommer sehr, sehr kühl. Ja. Auch im Winter kühl, aber das ist als nächstes dann die Hagia Sophia selbst. Und das ist ein riesiger Gebäudekomplex. Und es war früher eine Kirche. Vielleicht war es davor schon eine Moschee, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, der Murat hat uns das so erklärt, dass da zwischendurch es eine Kirche war. Und dann hat man es eben zu einer Moschee umgebaut. Zwischen der Hagia Sophia und der Blauen Moschee gibt es so einen richtig schönen Park. Da sind wir eine Weile gesessen und haben das schöne Wetter genossen. Dann wollten wir auch noch zu dem gleich in der Nähe gelegenen großen Bazar gehen. Aber es hatte leider schon geschlossen, aber ich konnte noch ein Foto durch den Türspalt machen. Und das hat drinnen sehr cool ausgesehen. Danach sind wir mit der zweitältesten U-Bahn der Welt in einen anderen Stadtteil gefahren, von dem aus eine lange Einkaufsstraße bis zu dem Taksimplatz führt. Und auf der Einkaufsstraße sieht man ganz viele von den Eisgeschäften, wo man das also vielleicht schon in irgendwelchen Internetvideos oder Nachrichten gesehen hat, von den Eisverkäufern, die Leute so Tricks machen mit den Leuten. Ja. Beim Zurückgehen wollte Murat, dass wir noch Lose kaufen.
Und er hatte viermal genau den Einsatz und hat es immer umgetauscht gegen ein neues. Er sitzt einfach auf einem Holztisch, der aus zwei Tapezierböcken besteht. Ein alter Mann und hat so ganz viele Lose vor sich liegen. Die Lotterie ist übrigens staatlich, es gibt keine private Lotterie. Und ein Los kostet 2 türkische Lira. Dann kaufst du ein Los, rubbelst es gleich auf der Wand daneben auf und wenn du 2 türkische Lira hast, gibst du ihm das Los und nimmst dir einfach ein neues. Ja. Und das ist halt so wie eine offizielle Stelle. Als wir dann das Auto abgeholt haben aus der Garage, haben wir erfahren, wie viel 8 Stunden Parken gekostet hat. Also 2 Euro für 8 Stunden Parken in der Altstadt. Das, ja, ist, das ist verrückt. Und es war immer noch, obwohl schon spät am Abend war, sehr viel Verkehr und Murat hat gemeint, im Sommer, wenn es eben warm ist und die Lächte lang sind, dann schläft die Stadt nie. Und das, ja, finde ich so krass, dass eine Stadt nie schlafen kann. Weil Wien schläft.